Servus aus München und vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit nehmt, bei unserem Hangout on Air zuzuschauen. Thema heute werden die Bumper Ads sein. Da habe ich euch einige Informationen mitgebracht. Mein Name ist Thomas und zu guter Erst werfen wir mal einen Blick auf die Agenda für heute. Ich habe es schon angesprochen, wir kümmern uns heute um unsere Bumper Factory und dabei geht es insbesondere um drei Themen. Einmal die Power von Video, dann warum sind Bumpers eigentlich so unverzichtbar für euren Mediaplan und drittens, wie könnt ihr Bumpers effektiv gestalten und erstellen? Damit springen wir auch gleich rein in den ersten Teil, und zwar die Power von Video in der heutigen Online-Advertising-Welt. So, was bedeutet das für 2019? Einer Studie von Cisco nach wird hier 80% des globalen Internet-Traffics über Video laufen, also eine ganze, ganze Menge. Zu diesem Zeitpunkt werden auch knapp 4 Milliarden Menschen online sein, also mehr als die Hälfte des Planeten. Video wird also eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen mit sehr, sehr viel Content, der kreiert wird und dementsprechend auch für euch in der Werbung sehr, sehr relevant sein. Wie sieht das Ganze heutzutage schon für YouTube aus? Mittlerweile sind 1,5 Milliarden der Leute täglich in YouTube eingeloggt und kommen eben auch zu YouTube jeden Monat. Das heißt dann auch, dass die Nutzer täglich, das ist die richtige Statistik hierzu, über eine Stunde damit verbringen, Videos auf YouTube zu schauen. Und was bedeutet das auch für euch und die Herausforderungen, die ihr in eurem täglichen Job habt? Wir werfen ganz kurz den Blick in die Vergangenheit zurück, wo wir wirklich wenig Reichweite hatten. Ihr könnt euch vorstellen, eine Familie saß vor dem Fernseher, aber eine unglaublich hohe Aufmerksamkeit. Material, auch wenige Möglichkeiten, Videos zu schauen, aber sehr, sehr hohe Reichweite. Die ganze Familie war damals vor dem Fernseher versammelt. Heute sieht das Ganze schon etwas anders aus. Wir haben eine sehr, sehr hohe Reichweite. Wir haben es gerade schon angesprochen, Videocontent wird überall sein. Aber das Problem, das damit einherkommt, oder die Herausforderung besser gesagt, ist auch, dass es natürlich unglaublich schwieriger wird, die Aufmerksamkeit der Leute dementsprechend dann auf euch, auf eure Werbung zu ziehen. Wir haben ja einen schönen Vergleich nochmal angestellt. Und zwar, wenn wir einen Blick auf die Historie der Aufmerksamkeitsspanne von Menschen werfen, stellen wir mittlerweile fest, dass diese geringer ist als die eines Goldfisches. Kommend vom Jahr 2000, wo diese noch 12 Sekunden betrugen hat, zum Goldfisch hin, bei dem es 9 Sekunden sind, waren es dann 2013 nur noch 8 Sekunden. Wenn wir auch den Blick auf eine Online-Impression werfen, dann sind das nur 3 bis 5 Sekunden, die wir den ganzen Aufmerksamkeit schenken. Und dann wechseln wir wahrscheinlich schon wieder unseren Blick auf andere Dinge. Heißt also auch, wir leben heutzutage in einer skippable, in einer überspringbaren Welt, wenn man so will. Und das bedeutet auch für Marken und eben Marken auch bei Online-Werbung, dass sie deren Aufmerksamkeit, die Ausrichtung des Contents auf die Aufmerksamkeit anpassen müssen oder eben dann Relevanz verlieren, wenn sie es nicht tun. Und das Schöne ist an YouTube, dass es beides anbietet. Also YouTube hat für Marken beide Lösungen parat. Und zwar mit Reichweite durch die Intention des Nutzers. Ganz, ganz wichtig hier zu verstehen. Wenn wir dann auch noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wie machen wir das Ganze? Wie können wir diese Intention auch tatsächlich herstellen? Einmal durch eine ganz, ganz feine Aufgliederung unserer Audience. Sprich, wir nehmen hier viele, viele Signale von anderen Plattformen, die alle mehr als 1 Milliarde als Nutzer haben, heran, zum Beispiel die Google-Suche, zum Beispiel auch Google Maps oder das Display-Netzwerk. Und diese Signale, die wir auf diesen Plattformen sammeln, können wir dann wiederum in ein Publikum umwandeln, das wir auf YouTube ansprechen können. Zudem haben wir auch noch die Reichweite. Wenn wir allein auf Deutschland schauen, erreichen wir hier mit YouTube in Deutschland bereits 45% der Online-Nutzer. Und insbesondere, wenn wir nochmal auf die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen schauen, dann sind das 76% aller Nutzer in Deutschland. Also eine unglaublich hohe Reichweite. Kommen wir nun also auch noch zu YouTubes Value Proposition, denn Reichweite allein ist ohne Aufmerksamkeit nicht wirklich gut. Aber das Schöne an YouTube ist, dass wir hier wirklich 95% Raten an Viewability und Audibility haben. Das heißt, Nutzer, die zu YouTube kommen, die sehen den Videocontent tatsächlich und sie hören ihn auch. Und das ist wiederum genau das Schöne an YouTube. Dieser Dreiklang aus Emotion, Motion und eben den Sound, der bringt alles zusammen und macht das Ganze sehr, sehr mächtig im Sinne der Videowerbung.
Nutzer schauen dann tatsächlich bis zu 93% YouTube im Vergleich zu dem Standard der Industrie bei anderen Videoplattformen, wo dieser nur bei 66% liegt. Also für euch eine unglaublich coole Möglichkeit, viele eurer Kunden hier tatsächlich auch anzusprechen und euch sehr, sehr sicher sein zu können, dass ihr die auch mit eurer Botschaft erreicht. Ich habe schon von den Signalen gesprochen. Warum ist das Ganze so mächtig? Wenn wir uns nochmal das Publikum ja auch anschauen, das wir targeten können. Wir nehmen eben sehr, sehr viele Signale von anderen Plattformen und basierend auf diesen können wir nochmal genau wissen, welchen Nutzer wir denn erreichen. Also basierend auf Signalen von der Google-Suche, auch von Android oder dem Play Store und Google Maps. Ein paar Neuerungen habe ich euch auch noch mitgebracht heute. Wir haben nämlich und wir arbeiten ständig daran, neue Arten des Targetings zu bauen und zu verbessern, sodass ihr die Nutzer tatsächlich auch dann erreicht, wenn es für sie relevant ist. Drei Beispiele habe ich euch mitgebracht. Zwei davon sind sehr, sehr neu. Einmal die Stronger Affinity und In-Market Segments. Hier schaffen wir es also nochmal, Leute genauer zu erreichen. Und zwar mit diesen Signalen, die ich angesprochen habe. 15% mehr Leute erreichen wir durch die Signale von Google Search, Maps und auch dem Play Store. Live-Events ist auch ein ganz neues, spannendes Thema. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, Leute zu targeten, die sich gerade in bestimmten Lebenssituationen befinden. Zum Beispiel, wenn sie heiraten möchten oder wenn sie umziehen oder wenn sie gerade ihren Abi-Abschluss gemacht haben und ihr Universitätsleben anstreben. Das heißt, wir wissen genau, auf Suchanfragen basierend, wir nehmen mal das Beispiel Umzug, sucht jemand eben nach einem Umzugsservice in München oder möchte er eben dort Möbel bei einem IKEA kaufen, sucht er nach einem IKEA eben in München und möchte wissen, wo er diese Möbel erhalten kann. Und basierend auf diesen Signalen wissen wir sehr, sehr sicher, dass er sich eben gerade in diesem Live-Event-Umzug befindet und können darauf basierend dann maßgeschneidert Werbung anbieten, zum Beispiel für einen Umzugsservice oder für eine Couch, die in ein Wohnzimmer passt. Dann haben wir noch die Consumer Patterns. Das heißt, basierend auf dem Nutzerverhalten schaffen wir es also auch, die Shopper zum Beispiel im Supermarkt anzusprechen oder die, die eben auch häufig ein Restaurant besuchen, gerne laufen gehen und. Diese Consumer Patterns erleichtern es uns eben hier auch nochmal genau diese Nutzer zu erreichen mit den Produkten, die für sie relevant sind. Wenn ihr dann noch was Besonderes braucht, dann könnt ihr euch immer auch noch über Custom Affinity Audiences diese Nutzergruppen selbst zusammenpuzzeln. Das heißt, ihr habt die Signale, die vorhanden sind und seid euch aber nicht sicher, ob ihr genau den Nutzer erreicht, den ihr auch erreichen möchtet, dann könnt ihr hier eben ein bisschen puzzeln und genau das Puzzle so zusammenlegen, wie das für eure Zwecke passt, um eben einen ganz speziellen Nutzer zu erreichen, den wir vielleicht nicht in einem Standardsegment targeten können. Ganz, ganz neu auch und ganz, ganz spannend. Hier haben wir nochmal mit einem neuen Feature die Möglichkeit, auch Leute anzusprechen, die bestimmte Keywords auf der Google-Suche eingegeben haben, gesucht haben, und dann eben auch diese auf YouTube anzusprechen. Das heißt, wir schlagen die Brücke von der einen zur anderen Plattform. Und das Schöne daran ist, dass 85% der Leute, die auch auf Google suchen, dann eben auch nochmal auf YouTube unterwegs sind. Ihr also eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit habt, diese Leute auch anzusprechen, die mit einer Intention gesucht haben und dann sich auch noch Videocontent dazu angeschaut haben. Hier kommen wir nochmal ganz kurz auf eine Zusammenfassung dieser Value Proposition von YouTube zurück. Wie schaffen wir es also, diese Aufmerksamkeit zu generieren? Da haben wir insbesondere zwei Formate, die für euch sehr, sehr spannend sind. Einmal die bereits bekannten TrueView-Formate, Videos, die also in Länge von 15 oder 30 Sekunden abgespielt werden, als Pre-Roll vor dem eigentlichen Videocontent. Oder dann eben auch jetzt unser neues Produkt, die Bumper Ads, kurze, auf mobile Geräte auch zugeschnittene 6-Sekunden Videoanzeigen, die nochmal präzise und prägnant eure Werbebotschaft verstärken. Wie wir das nochmal mit der Strategie machen, wie wir Bumper-Ads auf YouTube einsetzen, zeige ich euch nachher nochmal im Detail. Das Schöne daran auch ist, wenn wir nochmal aufs TrueView-Format zurückkommen, hier wird tatsächlich auch nur gezahlt, wenn jemand das Video anschaut, also sich dazu entscheidet, das nicht zu überspringen, das eben in voller Länge oder mehr als 30 Sekunden anzuschauen, dann erst wird gezahlt. Und bei Bumper Ads ist es auch noch so, dass diese eben gerade auf diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, die ich bereits eingangs angesprochen habe, gebaut werden und auch noch sehr, sehr günstig verfügbar sind und eben auch gerade auf den mobilen Geräten einen sehr, sehr großen Einfluss haben mit ihrer Botschaft, da die Kürze dieser Werbebotschaft einfach sehr knackig ist und damit gut funktioniert.
Jetzt habe ich euch hier noch einen schönen Vergleich mitgebracht. Einmal der Madman oder der Mathman. Wer davon seid ihr oder wen davon trägt ihr mehr in euch? Wir werden uns beide anschauen, denn wir brauchen beide, um hier auch gute Bumper-Ads erstellen zu können. Wenn wir den Blick auf den Madman werfen, was versteckt sich dahinter? Das ist so ein bisschen mehr der intuitive und kreative Typ. Der möchte mehr zum Content wissen. Wie gestalte ich so ein Bumper-App richtig gut? Was funktioniert gut? Und dann haben wir noch den Mathman, das ist so ein bisschen der analytische und der eben logische Ansätze wählt, Daten möchte. Mit dem steigen wir auch gleich ein. Und dann gucken wir uns so ein bisschen an, was bringen euch denn die Bumper-Ads auf dem Papier? Warum sind die so effektiv und warum solltet ihr die auch nutzen? Ich habe schon erwähnt, beide sind sehr, sehr wichtig. Wir starten allerdings mit dem Mathman, mit der Datenperspektive oder der Mathwoman, wenn man so will, die in euch steckt. Damit kommen wir wieder auch auf den Agenda-Punkt zurück. Warum sind Bumpers so unverzichtbar in eurem Mediaplan? Das ist der zweite Punkt, den wir hier ansprechen möchten. Und dazu habe ich euch ein paar Daten mitgebracht. Drei Säulen müssen wir uns hier anschauen. Einmal der Markeneinfluss, der Brand Impact, die massive Reichweite, die wir auf YouTube haben und auch nochmal die Werbung, die mittlerweile eben mobil optimiert ist. Wenn wir uns den Brand Impact von Bumper Ads anschauen im Vergleich zu den TrueView Ads, ist der fast vergleichbar, der hinkt dem also nicht viel hinterher. Und für die Top-Funnel-Metrics ist der Recall und der Awareness-Faktor eben auch der gleiche wie bei TrueView. Wenn wir uns um die massive Reichweite hier kümmern, dann stellen wir fest, dass wir hier tatsächlich die größte Reichweite mit jedem Budget erlangen. Also diese kleinen 6-Sekunden-Ads sind wirklich die, die euch hier, was Reichweite angeht, unglaublich weit bringen werden. Und ich habe schon öfter angesprochen, mobil optimiert. Natürlich verlassen sich diese Bumper auch mit dem Format, mit der Kürze, mit der gesunkenen Aufmerksamkeitsspanne, gerade auf die Nutzer, die sich das an mobilen Geräten anschauen. Und da wissen wir eben auch, das wird bei 2019 mit der Videocontent fast 80% des Internet-Contents ausmachen. Also unglaublich zukunftsträchtig hier, deswegen auch eure Möglichkeit, jetzt hier nochmal tiefer einzusteigen mit Videowerbung, insbesondere Bumper-Ads. Hier auch nochmal ein paar mehr Zahlen und Fakten, nämlich der Einfluss von Bumper-Ads auf eure Brand-KPIs. Einmal auf der linken Seite haben wir den Ad-Recall und dann betrachten wir rechts noch die Awareness, die hier gefördert wird. Links beim Ad-Recall haben wir eine Studie durchgeführt mit ungefähr 300 Bumper-Kampagnen und haben festgestellt, dass diese eben einen signifikanten Lift im Ad-Recall getrieben haben. Und zwar bei 9 von 10 Bumper-Ads. Also unglaublich effizient. Dann gucken wir nämlich nochmal auf die Awareness. Und da haben wir auch eine Studie durchgeführt mit 250 Bumper-Kampagnen. Und hier wurde eben auch signifikant die Awareness getrieben bei 7 von 10 Bumper-Kampagnen. Was man auch nie vergessen darf, ist, wir haben jetzt viel von Bumper-Ads gesprochen und TrueView-Anzeigen kurz erwähnt, aber am besten funktionieren die beiden eigentlich zusammen. Einen anderen Test, den wir hier durchgeführt haben, basierend auf 400 YouTube-Kampagnen, ist nämlich, diese Bumper-Ads zeitgleich auch mit TrueView In-Stream-Anzeigen zu laufen zu lassen. Also quasi komplementär unterstützend nochmal kleine Werbebotschaften zu dieser längeren TrueView-Werbebotschaft mitgeschickt. Was haben wir dabei herausgefunden? 78% mehr Reichweite, wenn wir diese beiden Formate kombinieren, im Vergleich zu nur TrueView-Anzeigen alleine, und zwar TrueView In-Stream-Anzeigen hier. Auch macht euch Gedanken, wenn ihr Bumper-Ads verwendet, zu dem Videomaterial und zu den Videoanzeigen, die ihr bereits schaltet und wie diese eben auch durch Bumper-Ads ergänzt werden können. Dazu haben wir eigentlich ein sehr cooles Modell euch auch nochmal mit an die Hand gegeben. Und zwar Teas Amplify Echo. Ein Modell, das euch nochmal aufzeigt, wie ihr diese Bumper-Ads gezielt eben vorschalten könnt, dann zur eigentlichen Hauptzeit eurer Werbung schalten könnt und auch nochmal nachliefern. Und dafür habe ich euch auch gleich nochmal Beispiele mitgebracht, die das Ganze schön erläutern. Was aber bedeutet nochmal Teas Amplify und Echo? Ihr habt also hier die Möglichkeit, ganz am Anfang für euer Produkt oder Service eben einen kleinen Teaser, einen Vorspann sozusagen zu schalten, der erstmal ankündigt, was denn jetzt von euch auf den Markt kommt, was ihr bewerben möchtet. Und dann habt ihr die Möglichkeit, im zweiten bei Amplify nämlich ein TrueView-Video zu schalten mit der vollen Werbebotschaft, das eben mit Amplify mit einem kleinen Bumper zu unterstützen. Und dann im dritten Schritt mit Echo hier auch nochmal
die volle Geschichte zu erzählen, den Nutzern nochmal zu zeigen, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive und dann nochmal über Remarketing auch einem Bumper-Ad nachzuschießen, dass diese Nachricht nochmal verstärkt wird. Und in diesem Zyklus, der eben aus diesen drei Schritten besteht, habt ihr dann eine durchaus, habt ihr eine sehr schöne Werbebotschaft erstellt, die eben auch viel, viel Impact mit sich bringt. Hier haben wir nochmal kurz Beispiele. Das erste Video lädt schon von diesen Bumper-Ads und wie sie eingesetzt werden können. Hier also zum Beispiel bei Movie-Teasern für Filme. Den zweiten spiele ich auch nochmal kurz ab von der Jason Bourne, von dem letzten Jason Bourne-Film. Ja, und den finde ich eigentlich sehr schön. Wirklich kurz und knackig. Jeder, der diese Filme schon mal gesehen hat oder den langen Trailer dazu kennt, wird sich sofort an Jason Bourne erinnern und dann eben für euch die Möglichkeit, hier den Kunden nochmal wirklich gezielt anzusprechen für Leute, die sich dafür interessieren oder die den Trailer schon mal gesehen haben. Das war also ein Beispiel für Tease. Dann kommen wir im nächsten Schritt zu Amplify. Wie können diese Bumper hier also nochmal eure längere Videobotschaft auch unterstützen und bekräftigen? Den ersten kleinen Bumper habt ihr schon gesehen von Tide. Jetzt haben wir hier auch nochmal eine Zusammenstellung von Pepsi-Bumpern, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und eine ganze Serie von Bumpern, die wir hier in 40 Sekunden anschauen. Unter dem Hashtag Say It With Pepsi haben die Kollegen hier also damals diese kleinen Werbebotschaften produziert und dann auch sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Und wie gesagt, kurz und knackig, das kann ich nur immer wieder wiederholen, mit Bumper-Ads hier an die entsprechenden Kunden gebracht. Dann haben wir noch ein Echo-Beispiel. Old Spice, ganz bekannt, auch immer für ihre sehr fantasiereichen und sehr witzigen Werbespots. Und auch nochmal ein Beispiel von McDonald's für den Big Mac mit einem 5-Sekunden-Bumper hier. Wunderbar, sehr, sehr simpel, aber mit einem hohen Recall eben verbunden und sehr gut gemacht von McDonald's. So, mit diesen Beispielen und für diesen dreistufigen Prozess möchte ich euch auch noch zwei wichtige Sachen an die Hand geben. Und zwar, wenn es mal wieder schneller gehen soll oder ihr auch gerne Printwerbung, die ihr habt, eben in solche Videoformate umwandeln könnt, dann haben wir hier eine Hilfe für euch mit der sogenannten Bumper-Maschine. Da könnt ihr euch an euer Account-Manager wenden und eben mit Printmaterialien, die ihr habt, über diese sogenannte Bumper-Maschine diese Printanzeigen auch in Videobumpers umwandeln. Das heißt, eure Werbebotschaft dort nochmal durch Videowerbung verstärken und eben auch nochmal auf YouTube präsentieren. Die zweite Möglichkeit, die ihr hier auch habt, ist, wenn ihr zum Beispiel auch ganz schnell mal einen Bumper erstellen möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, diese Bumper-Maschinen zu nutzen und eben längere Videos oder zum Beispiel TrueView-Anzeigen, die ihr schon habt, zu kürzen auf diese 6 Sekunden. Wir haben dort einen ausgeklügelten Algorithmus im Hintergrund, der euer längeres Video eben genau auf 6 knackige Sekunden kürzt. Den könnt ihr dann dementsprechend auf YouTube als Bumper verwenden und einsetzen. Dann kommen wir jetzt noch zum dritten Teil unseres heutigen Hangouts. Und zwar, wie kann ich denn auch effizient und effektiv Bumper-Anzeigen erstellen? Und da haben wir euch ein paar Tipps von den Pros mitgebracht. Dafür holen wir wieder unseren guten Madman mit ins Boot, den Kreativen, der euch da nun ein paar Tipps an die Hand geben wird. Und zwar, 6 Sekunden haben wir Zeit für so einen Bumper. Daraus haben wir auch 6 Einblicke generiert, die euch helfen beim Erstellen dieser Bumper-Anzeigen. Basierend tut das Ganze auf den 3 Säulen, die wir schon angesprochen haben, nämlich dem Brand Impact, der massiven Reichweite und eben den mobil optimierten Anzeigen. Die 6 Punkte der Reihe nach sind Focus, Focus, Focus. Ja, also fokussiert euch wirklich auf den Inhalt dieser Anzeige. Was möchtet ihr? Welche Botschaft möchtet ihr übermitteln? Establish the Ad, also ganz klar, um welchen Inhalt geht es hier? Welches Produkt oder welchen Service bewerbt ihr?
A Flock of 6 Seconds. Also es geht ganz, ganz schnell vorbei. Überlegt euch genau, was möchtet ihr dort reinpacken? Und dann eben auch, ihr seid es bisher gewohnt, eben innerhalb dieser 30 Sekunden TrueView In-Stream-Anzeigen zu denken. Denkt auch so ein bisschen außerhalb. Also wie könnt ihr eine Geschichte, die ihr normalerweise in 30 Sekunden erzählt habt, eben nochmal kurz verpacken? Oder wie könnt ihr dem einen ganz anderen Spin mitgeben, der vielleicht auch Bezug zu einer 30, zu einem 30-Sekunden-Video nimmt und dort eure Werbebotschaft unterbringen oder eben nochmal diese Erinnerung unterbringen? Stick the Landing. Ihr müsst also wirklich gleich von Anfang an präsent sein mit der Werbung. Die muss kurz, prägnant sein und ihr müsst eben den Nutzer damit gleich erreichen und abrufen können. Und dann Plan for a 3-inch Screen. Dementsprechend, das haben wir schon gesagt, mobil optimiert. Macht euch auch Gedanken, wie Nutzer eben diese Werbung auf ihren Mobilgeräten anschauen, nutzen und wie ihr das auch in eure Werbung bringen könnt. Dann haben wir hier nochmal auch 4 Typen der Erfahrung dargestellt, die sehr, sehr erfolgreich waren bei den Bumper Ads, die wir getestet haben. Einmal eben sensorisch. Beispiele dafür habe ich euch gleich nochmal mitgebracht, damit ihr das auch nochmal mit einem Bild besser sehen könnt. Emotional auch, dann auch das Verhalten und nochmal rational. Das sind diese 4 Typen der Erfahrung oder ja, der Experience quasi hier. Ich denke, Englisch ist das ein bisschen besser ausgedrückt, mit denen ihr Nutzer ansprechen könnt. Wie sehen diese also aus? Einmal sensorisch haben wir hier 3 Beispiele mitgebracht von Skoll, Tom Ford und Nesty. Und ich bin da mal ganz kurz still, damit ihr eine Möglichkeit habt, diese hier kurz anzuschauen. So, und sensorisch, wie es der Name schon sagt, diese Anzeigen bewegen eben den Nutzer dazu, etwas zu fühlen. Wie machen wir das? Wir sehen es auf der linken Seite mit einem Bierbeispiel, wie das so ein bisschen überläuft und wie man wirklich quasi auch die Frische spüren kann, wenn man so will. Dann haben wir noch einen Lippenstift von Tom Ford, der eben aufgetragen wird. Wunderbar. Und dann nochmal rechts den warmen Nesti, wo man wirklich sich im Winter, ich denke, sehr passend jetzt für die kommenden Monate vorstellen kann, wie man sich auf dieser Couch einigelt und dann diesen warmen Tee genießt. Das also Beispiele für sensorisch. Dann haben wir noch emotional. Wie kann ich also den Nutzer auf einer emotionalen Ebene mit Bumpern ansprechen? Hier auch nochmal 3 Beispiele von Universal Film Studios, Android und Chipsmore. So, und wer von euch die Android-Werbung damals gesehen hat, Be Together, Not the Same, ich denke sehr, sehr emotional und eine schöne Art und Weise, den Nutzer hier anzusprechen. James Bond haben wir jetzt schon mal gesehen. Ich denke, da ist auch viel Action dahinter und auch nochmal vielleicht ein bisschen Nostalgie, wenn man die alten Filme gern gemocht hat. Und hier eben auch nochmal schöne Beispiele für die emotionale, für die emotionalen Verhaltensweisen. Dann haben wir noch das Verhalten. Hier auch wieder 3 Beispiele. Und ich denke gerade bei Lowe's sehr, sehr anschaulich. Verhalten, ja, wie bekomme ich diesen Nagel eben hier raus? Da ist Lowe's sehr innovativ und bereitet euch, bringt eben eine Lösung mit sich. Secret, denke ich, auch sehr, sehr witzig. Wer kennt diesen Moment nicht, dass man da schon mal unter dem Trockner stand? Und da gibt es eben auch eine schöne Lösung, um eben dieses Verhalten zu adressieren, sodass es in dem Sinne gar nicht mehr auftritt. Dann kommen wir noch zum Rationalen, und zwar hier von Old Spice, Southwest und Trading 212. Und hier eben auch, wir nehmen mal Southwest in der Mitte, ganz klar rationale Anspielung eben auf die günstigen Preise, die sie mit der Airline anbieten. Und warum sollte es eben keinen Sinn machen, für wenig Geld eine gute Erfahrung zu bekommen, wenn man eben von A nach B reist. Ebenso bei Old Spice ein Sonderangebot, auch eine passende Art und Weise, wie man den Bumper nutzen kann, eben mehrere Packungen für den günstigen Preis erhalten. Macht absolut Sinn. Ja, und damit sind wir auch schon durch den dritten Teil durch. Ich möchte euch nochmal ganz kurz an unsere Bumper-Maschine erinnern, die ich vorhin schon angesprochen habe. Eben für euch eine super Möglichkeit in Kontakt mit eurem Account Manager, entweder nochmal lange Videos, die ihr schon habt, auf diese Bumpers kürzen zu lassen oder Printwerbung, die besteht, herzunehmen und die eben zu einem Bumper-Video zusammenschneiden zu lassen.
Also wenn ihr euch eben schon gefragt habt, wie kommen wir an diese Bumper Ads, ich denke, das ist eine super spannende und schnelle Möglichkeit, diese ersten Bumpers zu erstellen und dementsprechend dann auch in Kampagnen zu nutzen. Von meiner Seite aus bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank nochmals für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt einiges mitbekommen. Wenn es nochmal Fragen gibt, wendet euch auch jederzeit gerne an die Account Manager. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag und alles Gute. Bis bald. Ciao.